Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha Brothers. Heute mal wieder in gewohnter Art und Weise ein Tabak-Review. Jawohl. Zu Starline Sunny Blues. Ja, Starline ist glaube ich auch schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal hatten. War glaube ich der Orangentabak letztes Mal? Ich glaube der letzte war der Bananentabak. Ja, 200 Gramm bekommt man hier für stolze 18,90 €. Genau, sag ich ja. Also ja, mehr oder weniger noch Standardpreis, immer noch alte Steuerbanderole. Ja. Dann, wie das Dosendesign, der Schnitt und der Kopf aussehen, zeigen wir euch jetzt. Kommen wir einmal zum Dosendesign und da können wir uns relativ kurz halten, denn wir haben das Ganze wieder aus diesem Pappschuber und dem Zip-Beutelchen umgefüllt in eine wunderschöne Dose. Nochmal draufgeklebt, welche Sorte es ist und das soll es auch schon gewesen sein. Der Schnitt ist ja wie bei Starline üblich etwas gröber, also wir haben hier, sag ich mal, mittel- bis grob geschnittene Tabak. Blätter. Ästchen habe ich jetzt auf den ersten Blick nicht sehen können. Also wenn, dann sind die relativ klein geschnitten oder gar nicht vorhanden. Der Tabak ist relativ feucht, relativ matschig, aber alles noch in einem gewissen Rahmen und nichts, was man nicht mit ein bisschen Umrühren in den Griff bekommen würde. Dem Schnitt und der Feuchtigkeit geben wir somit 4 von 5 möglichen Punkten. Und gebaut haben wir das Ganze heute im Shishaya Hyphen Ocean. Wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Da sind wir auch schon wieder. Hallo. Hallo. Und der liebe Alfons verrät uns mal, was drin ist im Tabak. Im Tabak enthalten sein soll eine ganz normale Honigmelone. Ja, kurz und knackig. Mal wieder was Schlichtes, wo nicht vier Schnickschnacken dazu ist. Finde ich sehr gut. Eine Sorte passt. Kommen wir als nächstes zum Geruch. Paul beginnt. Schnupper. Nicht schnupper. Also geruchlich muss ich sagen, geht das auf jeden Fall in eine zuckersüße Richtung. Ich finde, die Honigmelone kommt gut durch. Ich finde aber, sie hat so was leicht stechendes, künstliches. Aber riecht lecker. Also ich bin ja sowieso ein Freund von Honigmelone. Deswegen absolut mein Geruch, würde ich mal sagen. Melone, eigentlich gar nicht so mein Flavor. Ne? Hast ja gemerkt, ja, Alma, sie war Sommer in Beirut, ja. Gar nicht meins gewesen. Und auch so allgemein Melone immer schwierig bei mir. Honigmelone schon eher mehr meine Richtung. Okay. Ist ja doch geschmacklich doch nochmal was anderes. Ja. Das allererste, was ich sagen muss, was mir direkt aufgefallen ist, als ich das erste Mal dran gerochen habe, es hat für mich nach Kotze gerochen. Ja. Vielleicht bin ich komplett durch im Kopf oder so. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist dieses künstliche, leicht stechende, was ich meinte. Ja. Also an Kotze erinnert es mich jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, was du meinst. Also es hat für mich wirklich wie so frisch übergebenes gerochen. Okay. Aber nicht unbedingt komplett negativ gemeint. Ja, also ich kann mich zwar nicht daran erinnern, dass Kotze jemals gut gerochen hat, aber das riecht natürlich ja so eine fruchtige Honigmelone halt. Ich weiß nicht, ob vergoren das richtige Wort ist. Vergoren ist, könnte auch gut passen, ja. So verdorben so leicht so in die Richtung. Ja, auch so leicht säuerlich so ein bisschen. Säuerlich, finde ich, hat der Tabak gar nichts, sondern eher nur sehr süß. Ja. Ja, riecht für mich einfach süß, leicht chemisch, wie du es schon angesprochen hast. Aber vom Prinzip her erstmal lecker. Eine Honigmelone zu beschreiben ist vielleicht Honig ganz einfach vom Geruch her. Aber erstmal passt so und ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Ich würde dem Geruch 4 von 5 möglichen Punkten geben. Ich finde ihn, wie gesagt, sehr, sehr lecker. Aber mich hat dieser leicht künstliche, stechende Geruch ein bisschen irritiert. Mhm. Aber trotzdem, 4 Punkte sind, denke ich, noch anständig. Ja. Ich würde den Tabak 3 von 5 Punkten geben. Mhm. Hauptabzugspunkte sind ja einfach nur wegen dieser Kotznote, sage ich mal. Okay. Das hat mir halt gar nicht gepasst und das kommt auch nicht immer rüber. Das ist das Merkwürdige. Mhm. Wenn du eine Zeit lang dran riechst, dann ist das wie weggeflogen. Und dann riechst du mal von weiter weg wieder. Dann kommt dieses Aroma wieder ganz kurz noch rum. Ja. Also sehr merkwürdig, sehr mysteriös auf jeden Fall. Okay. Aber 3 von 5 ist ja auch noch ein Punkt. Ja. Macht in Summe 3,5 von 5 möglichen Punkten. Jawohl. Wie immer haben wir das Ganze einmal ordentlich angezogen und der Alfons wird einen kräftigen Zug nehmen. Und wir gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Ja, anständige Rauchentwicklung. Schön dichte weiße Wolke, das passt auf jeden Fall. Hitze, also erstmal bei Buschka oben drauf, 3 Kohlen direkt drin. Und ja, läuft alles sehr angenehm. Wir haben überhaupt keine Hitzeprobleme oder ähnliches. Ist ein sehr entspanntes Rauchverhalten. Ich finde, man hört es ein bisschen brutzeln. Also hat es am Anfang ein bisschen brutzeln gehört. Ja, ganz leicht. Aber es macht sich nicht beim Rauchen bemerkbar. Nee, also kein Kratz, kein Stechen, alles mega entspannt und luftig, locker, leicht zu rauchen. Deshalb würden wir in Punkten der Hitzeverträglichkeit
und dem Rauchverhalten 5 von 5 möglichen Punkten geben. Dann komme ich mal zu meinem Geschmacksfazit. Mhm. Und ich muss sagen, dass der Geschmack doch ein bisschen abweicht vom Geruch. Ich finde, diese extrem süße Note, die im Geruch sehr stark durchkam, ist ein bisschen abgeflacht. Also er ist im Geschmack nicht ganz so süß. Hat trotzdem noch ein leckeres Honigmelone-Aroma, wie ich finde. Dieses stechende, sehr chemische ist ein bisschen zurückgegangen. Aber ich hatte einmal beim Ziehen tatsächlich auch diese Kurzerinnerung an so irgendwie Erbrochenes. War, wie gesagt, das einmal ganz kurz da. Jetzt auch nichts, was mich irgendwie nachhaltig negativ beeinflusst. Deswegen würde ich sagen, kann man das ignorieren. Aber ich finde, er hat im Geschmack doch ein bisschen nachgelassen. Ich finde ihn irgendwie ein bisschen unspektakulär im Geschmack. Also klar, es ist halt auch nur Honigmelone, sag ich mal. Aber so dieses wirklich spritzige, süße, intensive, was beim Geruch war, ist ein bisschen untergegangen im Geschmack. Also ich habe im Geschmack zum Glück gar nicht mehr dieses Kotzaroma. Das ist komplett weggegangen, worüber ich sehr froh bin. Ja, ich finde es etwas schwierig zu beschreiben, geschmacklich. Es ist sehr süß. Man hat so leicht zuckersüßen Honigmelonengeschmack. Honigmelone, die würde ich eher so künstlich-chemisch einordnen. Also das schmeckt für mich nach nichts Natürlichem. Das Aroma an sich finde ich sehr kräftig, sehr intensiv. Und ja, ist halt eine Honigmelone, ne? Es gibt nicht viel mehr, was man dazu sagen kann. Ich finde es im Geschmack in Ordnung, trifft aber nicht so ganz meinen Geschmack. Ja, kommen wir einmal zur Bewertung. Mhm. Ich würde dem Tabak 3,5 von 5 möglichen Punkten im Geschmack geben. Wie schon erwähnt, es kommt an sich gut durch, aber ich finde es allein etwas unspektakulär. Gebe ich dir recht, aber ich würde dem Tabak 3 von 5 möglichen Punkten geben. Nur einfach aus dem Bauch heraus. Ist für mich nichts Außergewöhnliches. Das Aroma an sich finde ich jetzt nicht so überwältigend. Dafür ist es sehr intensiv, sehr süß. Also wer auf sowas steht, wird da, denke ich, den passenden Partner finden. Okay. Insgesamt kommen wir hier also auf 3,25 von 5 möglichen Punkten im Geschmack. Jawohl. Kommen wir mal zu einer Gesamtbewertung. Berechnet sich wie immer aus allen vorangegangenen Bewertungen. Und wir kommen hier auf 3,9375, um mathematisch korrekt zu bleiben. Also 3,9 von 5 möglichen Punkten. Ja. Ist, denke ich mal, wieder ein relativ realistisches Punkteergebnis, was das ganz gut widerspiegelt. Also der Tabak performt an sich relativ gut, aber trifft halt nicht hundertprozentig unseren Geschmack. Dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Starline Sunnyburst schon getestet habt, wie eure persönliche Meinung dazu ist. Und ansonsten bleibt uns nur übrig zu sagen, ist das Däumchen oben, wird man nicht loben. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüssikowski.